Oben, das Ah ja, riecht wieder jetzt geht's nach los. Hallo Carbine zusammen. Lucky So, Mega neues Random Update, neues Mutant Glück. Infinity. Im Hintergrund hört er Leute hören, labern oder nicht, je nachdem, was die sagen, weil die sind nämlich auf einem anderen Kanal. Das ist. Warum habe ich eigentlich 115 Frames hier? Alter, was ist denn los? Das ist Houston Generals und wir haben das neue Update. Das Hallo. Ach, keine Ahnung, wie das Scheiß-Update heißt. Also auf jeden Fall gibt ein paar neue Sachen und zwar die Map wurde leicht überarbeitet. Machen wir C hier. D. Gute Idee. Danke. Und auf jeden Fall wurden die Maps so minimal Good überarbeitet. idea, guys. Good idea. Ich I go. Beispiel. spawn direkt mal ein MG, weil das Ding ist nämlich, der MG wurde nämlich hart genervt. Das werden wir uns auch gleich anschauen können. Die Maps wurden angeblich überarbeitet. Hast du eine Haben hässliche Camo? Ach Quatsch, komm, die ist schön. wir. Ich hab die gleiche, oder? Sieht aus wie angekotzt. Nee, haben wir nicht. Sieht aus wie angekotzt. Guck dir mal den komischen Ach, das ist ja richtig hässlich. Das Deck komische da aus. Leibertan, das mag ich aber auch nicht. Was ist doch gut. Ja, also wie Passt damit zu dazu. meinem grünen Gewehr. Oh Was ihr Mann, die Zeit das für sieht, Foskay es heißt. sieht schlecht aus. Es sieht Nein. scheiße aus. Doch. Nein. Ja, Nein. wichtige Style-Diskussion. Ja, Weiß ein nichts neues anderes. Update. Was Interessant ist ist, denn dass das überhaupt für eine Line hier? Das ist die Celine. Zielanzahl. Das Die hat ist sich aber auch leicht verändert. verändert. Ja. Ja, die ist richtig verändert. Die Oh, die Celine hat schwitzt ist sich. ja alles auf. Die Celine hat Was ist sich durch jetzt Minima eigentlich für ein verändert. Haus? Ach, das ist C. Hä? Das ist C3 jetzt Wo hier. fahrt ihr denn hin, ihr Affen? Der Camp weit. Ja, Blall! Das da unten war ja. Nee, da Zwei unten ist Jahre jetzt Map-Gewöhnung, C4, dass man oder? immer runter. Ja, genau. C4 ist jetzt die komplette Brücke, halt gehört. Ja, da, bei der B-Line wusste ich, dass sie das machen wollten, ne? Dass die Ford dazu oder den alten B3-Punkt zu B4 machen wollten. Ja, ich meine, das Minipack Naja. ist ja halbwegs in der Nähe, ne? Das ist irgendwo unten den Hügel runter. Also, MG schießt es ungefähr Wo sind jetzt so. mein Motorrad? Das ist das hier. Also, das ist ein Ja. bisschen wie, wie wenn du früher, wenn du mit Munition gespielt hast. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie. Ich muss mal meinen Flugabwehrtypen spawnen, weil das wird ziemlich richtig lustig, wenn Wie der viele einfach Tage nur. hast du noch wieder ran, Bernie? Boah, 200 irgendwas? Ne, 100, 180 oder so noch. Aua, 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 oh, dein Busch bringt 12 Uhr. Ja, ich treffe halt nur nichts mit dem Ding. Jetzt hab ich ihn. Ah, den Kadaver mal mitschleifen hier. Oha. Ah, mach mal. Ist gut. Und wieder so viel Mauer. Also, ich habe die Map Doch, übrigens noch nicht ich kämpfe. angeguckt. Ich habe nur das gesehen, was ich Das mit ist ja Deathstream schön hier gesehen mit habe. dem. Ah, Du das ist ein musst jetzt nur schönes wissen, Haus. halt, wo jetzt die Spawnzone von denen jetzt ist Guck dir im das hier Moment. an. Das ist ja schön, wieder Feuerleiter hier. Ist das ein neues Haus? Ja, da ist ein Typ. Jetzt ist er weg. Aber die ist ein bisschen tricky zum Hochlaufen, merke ich gerade. Das war. Wer hat sich denn das Zimmer hier ausgedacht? Wer will denn hier wohnen? Stell dir mal vor, ich muss Einkäufe hochtragen oder wieder eine Couch. Das ist halt ein Loft hier. Ja, ist ein Dorf. So, das nächste Das ist Ding für ist den natürlich jetzt. MP40. Auf Langsamkeit und Unpräzision gemoddet. Nee, auf lange keine Präzision, aber wer braucht schon. Denkst. Aber gut, auf Entfernung kann man das MG42 anstelle jetzt knicken. Braucht schon Das ist ich will ja gerne wissen, wie die Präzision. spawnen. Ist eine MP. Nö. Betop KM1903, ja, hab ich Bock. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wo die Leute hier spawnen. Hallo, Doch, Brücke haben sie wahrscheinlich, auch wenn das Ding komplett hier. zugeschissen mit Hallo. Ja, damit du rüberfahren kannst, so jetzt geht's besser gehen. Naja, damit du jetzt geforst bist, einfach nur eine gerade Linie fahren zu müssen. Das macht es für die BTD einfacher. Also aber nett von denen. Ja, auf jeden Fall ist das hier übrigens auch ein Ja, weil die sind ja nicht links und rechts, die Blockaden, die Sandsäcke so recht, sondern die sind eigentlich nur auf der rechten Seite. Das ist übrigens ein erstes Eindrucksvideo, wie man Die Flexing sind mal gehört hier, hat. da, guck mal, wie gerade der Deckung jetzt gegen fährt. Schneiber. Naja, schon, aber für die Fahrzeuge, du musst ja gerade durchfahren, da Ja, ist ja gar der nicht. PDD muss weniger aimen. Das ist nämlich sowieso, das ist einfach viel zu schwierig zu bedienen, das Ah, Ding, ne? ja. Ja, da muss man ja auch viel aufpassen. Oh, das ist ein Liga da. Ne? Gibt das gerade Platz? Heidewitzka. Ja. Aber der Weg jetzt zur 1 ist ja schon ein bisschen weit, ne? Also. Ja, da fährst du so eine kleine Weltreise. Gut, dass wir ein ABC haben. Ach, hier haben sie auch was Einfach verändert. Am O1, das heißt, ich geh jetzt erst. Einfach nicht sterben. Wann ist denn hier eine Leiter? So, ich nehme mal übrigens stark anders als MG, natürlich auf mittleren Entfernungen, wie zum Beispiel dieses Haus, immer noch sehr gut sein Trotzdem wäre wird. es interessant zu wissen, wo die spawnen. Ja, wissen wir doch gleich, wenn wir jetzt O1 haben, sehen wir doch. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also, das ist für Hinten im All spawnen sie wieder welche am Rumeiern. Das wird hier übrigens wahrscheinlich in Rekordzeit vorbei sein, das Spiel. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht dafür kommen, so viel Also, mehr da in dem anzugucken. alten All spawnen. Du weißt. Jojo. Mal gucken, ob ich hier irgendwie schaffe, irgendjemand zu erschießen. Das ist. Betopka M1903. Ne, ich hab noch niemanden erschossen. Ich habe drei Sachen erobert, aber naja. Das ist ein Stage, muss man dazu sagen. Also, das ist zum Testen hier gerade. Das ist gerade ein bisschen langweilig. Normalerweise. Ja, da fällt gerade ein Lee raus aus dem Altspawn, aus dem alten. Das ist großartig. So, okay, wir haben unseren ersten Gegner Okay, hier. das ist so ein Apachen-Papphaus hier. Da kommt man nicht mehr raus. Fett. Ja. Gut, anscheinend ME42 Donner. Schöne Wand, aber naja. So, mit der Sway sollte jetzt der Wie Mehr ist werden. Eure Och, Böhner, dann ernst. Was denn? Nimmt dir direkt die Knarre weg da. Ja, in dem Hinterding, ich wollte nur gucken, wie der Sway ist mit dem 4-fach-Zoom. Nö, hast schon verkackt jetzt. Vorbei.
Wenn man voll durchgerannt ist, ist natürlich, das wäre gewaltig. Habt nicht. Ihr mal unten an den Alsbahn geschaut? Der ist auch schön, den Kisten da. Ja, ich renne ja mal runter, guck mir das mal an. Ja, können Sie hier von der Mauer schon schauen. Die Aussicht. Sehr gut. Ganz toll, da ist auch eine Flak. Na, die steht ja schon immer. Ja, hier ist auch eine Treppe. Oh, jetzt aber. Ja, ja, es war wahrscheinlich gut, zu lang, ja. Der Weg. Da haben wahrscheinlich alle geheult. Ja, ja. Das macht dann natürlich die andere Treppe ein bisschen redundant, oder? Hellcat, Hellcat, Hellcat. Ja, schön hier. Also zumindest gibt es die Fahrräder immer wieder massen. Ich Headshot. Guck mal, ich habe einen feindlichen Panzer entdeckt. Ich weiß zwar nicht, warum der hier nochmal auf spawnen kann. Also vier Bronzen, ne? Ich werde so sterben, ich werde so sterben. Gucken die Türme. Man kriegt gar keine Armor-Penetrated-Nachricht mehr, wenn man Sachen ansprengt. Ich habe gerade drei ST-74s reingeworfen und habe gedacht, jetzt habe ich nichts gemacht und immer weg mit der Panzer auf immer. Komisch. Ja, auf jeden Fall, viel werden wir schon. Der ist wohl tot. Viel werden wir von der Map hier wahrscheinlich nicht sehen, einfach nur weil das hier viel zu schnell geht, weil die Gegner einfach schlecht sind. Panda. Liegt aber auch daran, dass wir mit drei sehr guten Spielern unterwegs sind. Ich zähle mich einmal selber mit als guten Spieler. Ah, das ist Moritz. Da haben sie doch auch was dran geändert, oder? In dem Falligewehr. Ja. Warum verzieht das jetzt mehr? Das wäre richtig scheiße. Das war vorher schon ja nicht so leicht zu bedienen. Nö, ich glaube nicht, dass die das genervt haben. Die haben das, glaube ich, irgendwie. Ja, gut, weiß nicht. Das Ding ist halt scheiße. Ach so, das M1A1 Carbine meinst du? Etwas. Oh, Alter, wie viel. Das Ding hat hier fast 500 Schuss, was ich hab. Ja, ich denke, die haben. Das Ding hat jetzt nur noch 8 Pouches statt 10 Ball. Hab übrigens mit meinem Carbine nicht gemerkt, wo ich es kurz ausprobiert habe. Ja gut, das war unsere erste 6-Minuten-Runde auf der neuen Village-Map. War sehr kurz, ich glaube, dann versuchen wir gleich nochmal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Kipppunkte hier, aber man sieht, wie man durchrennt. Konnte jetzt leider keine anderen Waffen ausprobieren, einfach weil ich nicht dazu gekommen bin, andere Waffen zu spawnen. Ja, also ich hätte ja gerne noch andere Waffen ausprobiert als das MG42 oder ein anderes MG42, aber naja. So viel dazu. Ich weiß nicht, wo die Spawns uns da sind. So, zweite Runde, diesmal im Krieg tatsächlich, aber wir spielen wieder nur gegen Weakens. Ich versuche nochmal eine andere Waffe auszuprobieren. Anders. Und zwar, ich habe noch einen zweiten MG-Soldaten. Ich habe es nicht geschafft, zwischen den beiden Spielen mein Equip zu ändern, aber ich werde sowieso nicht von Fast Loot runtergehen. Die Überlegung war übrigens mit dem MG-42, um das zu retten, vielleicht einfach von der Feuerrate ein bisschen runterzugehen, von der krassen 1200 da, einfach auf die Standard 9, vielleicht 9 mit 1028 oder mit sogar nur 900 zu spielen, was immer noch eine gute Feuerrate ist. Und da vielleicht ein bisschen Präzision mitzunehmen. Gilt da zu testen, wenn wir jetzt mal das ist ein Kriegsgefecht, wir sind in Dranava, wo immer das ist mir auch total, ja, wir haben 10 APCs, die Gegner haben tonnenweise Sniper, jo, jo. Die werden es auch nutzen. Ja, 4 Weekends läuft. Ja, mit dabei sind wieder die Regiment 42 Legends. Nichts verwechseln mit dem normalen Regiment. Die können nix. Ja. So wie dazu. Wir haben auch übrigens wieder krasse 130 FPS. Moonhead. Ich weiß auch gar nicht, ob die FPS besser geworden sind. Oh, jetzt kriegen wir ein bisschen Infanterie. Ja. Das ist, also im Hintergrund werden die Typen ein bisschen lahm. Ich könnte es ein bisschen leiser machen. Die Bande ist vielleicht ein bisschen sehr laut, aber. Oh, ich hatte das letzte Mal ein Dingsus gehabt. Ein Depot gegen die LD. Golgo, Chemie und. Als Deutscher oder als Ami? Als Ami gegen die. Man muss dazu wissen, dass der Gallenest. 32-2, da haben sie übelst gereckt. Man muss dazu wissen, dass der Gallenizer, das ist der Spieler. Warum? Der Spieler öfter mal. Da eigentlich nur Randoms drin, halt ich und die drei von der LD. Und Chemie, genau. Also Chemie, Golgo. Ach, jetzt komme ich wieder nicht um drin. Na, ist wurscht. Also der gute Gallenizer spielt öfter mal auf seinen Ami-Account, also wie ich auch. Und das ist natürlich immer wieder lustig, wenn man Leute, die man von deutscher Seite her kennt, trifft. Und dann ist natürlich sehr witzig. So, ich spawn jetzt mal mit Absicht mit Frank Fliegerschreck. Der war schon schwierig, da vorher Leute mit zu töten. Bei denen habe ich ab und zu mal gespawnt, einfach nur mit PTRD zu kriegen, weil der hat nämlich durch Zufall Infanterie VS Gold, was super toll ist, wenn man mit einer PTRD klaut, dann kann man nämlich damit Jeeps one-shotten. So, gucken wir uns das Ganze mal an hier. Hey, wir haben so einen Punkt D gekriegt, wow. So, mal vielleicht. Ja, genau. Okay, now. Ja! Ach, Kill ist das Punkt. Ich dachte gerade, ich habe meinen super verrissenen MG gerade getötet, den Typen. So, Eingang dicht halten, Sperrfeuer. Das Ding ist, das sind. Das ist PTRD. In der Tür. Jo, höre ich irgendwo. Kill Russ. Was mir gerade so aufgefallen ist, das MG ist natürlich immer noch hochgenau auf dem ersten Schuss, ne? Das ist jetzt ein bisschen wie in Counter-Strike. Wenn der erste Schuss sitzt, dann sitzt er. Gut, also wie es mit dem MG ist. T20. Ist ein bisschen unscharf. Oh. Versuchen wir mal SDG. Da ich also Krieg ist, haben wir vielleicht ein paar bessere Gegner. So, haben wir vielleicht ein bisschen bessere Gegner. Ja, gut, das MG, das ist schon krass mit dem Recoil. Ja, durchziehen aus mehr als 10 Meter entfernt brauchst du ja nicht versuchen, das ist ein Leaks vielleicht.
Ja, der war ja gerade vor mir, aber der hat sogar genug Zeit gehabt, um mich mit der PTRD wegzuaimen noch. Ich bin direkt da. Na, hast du immer noch 1200er Feuerrad oder hast du jetzt schon mal rumexperimentiert? Nee, immer noch 1200. Ich habe gar nichts dran geändert, aber ich habe halt auch Tigreal Gold auf dem. Dieser verdammte Rauch! Ich sehe nichts. Warum habe ich diesmal nicht den Killeset? Also, wir sind in die Regel. Ja, der Cosmo, der widerliche. Ach ja, das steht da Richtung Objective da, ne? Verlängert. Mir sind die Regeln hinterm Kill, das ist noch nicht so ganz klar. Also, wahrscheinlich muss man dem Großteil des Schadens machen, wenn er stark ein. Battlefield, ne? Doch, ja, erst gestern. Aktuell tue ich keins mehr spielen, ne? Vorgestern meine ich. Ja, ich weiß nicht, ich habe aktuell da nicht die Muße zu. So, nebenbei noch totale Off-Topic-Disco genommen. Das hat man auch, wenn man mit Leuten Team spielt, die gar nicht wissen, dass man mal eben eine kleine Aufnahme machen möchte. Es geht ja wiederum immer noch um den ersten Eindruck. Aber ich glaube, an der Map her wurde. Haben die an der Factory ja nicht irgendwas geändert? Ach, diese Pfeife. Okay, keine Antwort, kann man auch ignorieren. Perfekt. Das Ding ist halt, das. Hört der mich? Der hört mich leider. Ist klar. Hm, PTRD auf dir. Ja, hat aber nicht getroffen, der Lappen. Jetzt hat er getroffen. Wo ist denn der? Weißt du das? Hinter auf den Rohren. Down. Das gibt's doch nicht. Ich hab's hier geschafft, diesen Typen zu erschießen mit seiner Bienen. Peter, der hat doch Ding mit zwei Schuss kaputt gemacht. Gut, soviel dazu. Lassen wir das. Warum ist denn der Gelb und der ist jetzt blau? Warum ist denn dein Name jetzt bei mir blau und dein Pfeil ist grün? Motion Sickness. Da hab ich direkt schon ins Forum geschrieben. Das wäre der Grund für mich mit. Lol, Gallo. Ja, aber hast du gesehen, wie schnell ich war? Ja, du bist da wie angetitscht, standst für eine Sekunde wie so ein Comic, na, boom. Das, ich bing. Hab ja gebremst, ich meine, ich bin ja nicht blöd. Das ist seit diesem einen Patch, wann war das? Vor zwei, drei Patches. Seitdem ist das total buggy. Manchmal fährt mein Motorrad an. Ich habe das Gefühl, weil das ist gerade ja dieser Bahnsteig auch gewesen, ja. Das heißt, du fährst runter und über dir ist dann noch ein Stück, dass diese schrägen Objekte übelst viel Damage machen an den Fahrzeugen. So, das ist übrigens der Grund, warum alle Leute Motion Sickness haben. Mir wird aber auch schlecht. Das ist auf jeden Fall falsch. Das ist auf jeden Fall für mich der Grund, übrigens mit diesem Spiel aufzuhören. Wenn sie das nicht bald beheben, das ist. Weil ich kann so dieses Spiel nicht spielen, muss ich übrigens sagen. Also, versuch's nochmal. Wenn ich hier irgendwie einen aggressiven Angriff mache. Wenn ich hier irgendwie einen aggressiven Angriff machen möchte, irgendwie mehrfach angreifen will. Probiert das mal, Bernie. Hast du ein Motorrad? Nee, ist gerade ein Jeep, der explodiert nicht. Probier da mal langsam, wirklich, wenn du unten langsam gegen das Ding fährst. Allein schon. Ich habe ja gerade, weil ich hier übelst langsam. Dann explodierst du trotzdem. Das ist ja lustig, das ist fast wie damals mit dem Panzer 4 mit der Schürze. Also, wer es nicht kennt, mit der Panzer 4 hat ja an den Seiten so eine Schürze, die eigentlich ganz im Bereich umstellt hier. Gegen die Schlagung sein soll. Ah, ja, das Lustige ist an so einer Schürze ist, dass irgendwie verfängt die sich in den Büschen, in den alten zumindest noch, und dann sah das so aus, dass man. Oh Gott! Am Ende, wo ist denn ich bitte euch? Ja, aber PTRD. Das ist diese PTRD, ja! Trottel PTRD hat. Das sind mehr Trottel. So, wir versuchen das jetzt mal mit dem Mobbel. Auf jeden Fall ist es. Ist es seit jeher so? Ach, dieses Abrollen. Ja, auf jeden Fall ist es seit jeher so, dass man. Verdammt, der Charakter hier hat ein Kettenrad. Da funktioniert nicht. Die Factory ist übrigens meiner Meinung nach immer noch eine der schlechtesten Maps neben der Mountain Town, die am Anfang sehr ganz hübsch aussieht, sah aber irgendwie dann halt doch irgendwie nicht so richtig entwickelt hat. Weil einfach die die Factory, das ist übrigens die erste Map, die ich jemals in Heroes and Generals gespielt habe. Der kleine widerliche Stinkrosse, wo bist du? Der ist draußen. Ich hasse die PTRD übrigens mit Passion, weil das ist einfach nur unfassbar unfair, das Gerät. Das ist. Ich frage mich auch bis heute, warum es Reto nicht geschafft hat, das wie im Battlefield einfach hinzukriegen, dass du dich hinlegen musst für das Ding. Nee, das geht. Das ist Battlefield ist jetzt das jüngste Beispiel. Es gibt definitiv auch andere Spiele, wo es auch so ist, dass man einfach sich hinpacken muss, damit man die scheiß OP-Waffe benutzen kann. Aber nein. Aus irgendwelchen Gründen ist das Ding ja alles. Ihr stinkt doch mit eurem Scheiß hier. Man, die kriegen es ja auch hin, dass du zum Beispiel eine Panzerschreck nicht abschießen kannst, ohne dass du anvisierst. So, wir probieren das mal einmal aus jetzt hier, oder? Nö. Pass auf, Bernie, ich zeig dir mal, wie das geht mit dem Suicide. Ja, du fährst wahrscheinlich schräg an, oder? Hm. Guck. Warte. Krass, oder? Das passiert mir nicht, weil vielleicht ist deine Stelle da hinten. Warte mal, da hinten sind noch so eine komischen Stahlträger drunter. Die war bei mir nicht. Du bist direkt gegen so einen Stahlträger hingefahren. Ja, das ist. Ich glaube, das ist die Schräge durch diesen Überhang von dem Teil. Dass das Fahrzeug so ein bisschen da drunter glitscht oder sowas. Ah! Ja, gut, oder? Das ist das, was ich schon öfters gesagt habe. Das ist manchmal so random, dass man in die Luft fliegt, obwohl man langsam anfährt, ne?
Das ist halt total hohl. Generell, überhaupt, was ich über diesem Schadensystem generell gedacht habe. Weil das, vor allem, dass es dann noch als Suicide zählt. Genau wie wenn du vom Moped weg runterpediert wirst. Ne? Ja, toll, Suicide. So, ich habe übrigens keine Ahnung, wie wir A3 mal spielerisch, also mal ich habe keine Ahnung, wie wir A3 angreifen sollen, außer vielleicht, ne, die Spawns gehen nicht aus. Wir könnten maximal mal mit einem Light Tank vorfahren, mit einem Lux und da volles mehr reinkrachen. Bis zum geht nicht mehr mit HE-Munition, aber das Ding ist, die HE vom Lux ist nicht so gewaltig. Weil das Ding ist einfach, dass weil da eine PTRD steht, die halt die Tür bewacht und zusätzlich noch ein paar andere Leute, ist es sehr schwierig, da überhaupt reinzukommen. Vor allen Dingen sind da links, rechts Sniper und da vorne zum Beispiel auch, ist auch einer. Ich könnte einfach mal diesen wunderschönen Busch hier fahren, aber ich habe leider nur eine MP40 bei mit dem Oh Gott! Ach, links von mir ist auch noch einer. Ja, wie gesagt, das kannst du ja nicht total klinken, das Ding anzugreifen. Gerade dieses Motion Sickness Inducing Rollo des Todes. Also, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Also wirklich, das ist. Das, mir fällt doch gerade spontan kein. Mir fällt gerade spontan kein Spiel ein, was so eine Rolle hat. Also, das ist, ich glaube, ein Far Cry 2 gab es. Ich stelle mal was gegen. Was willst du denn machen hier? Wirst du weg, PTRD? Ach, das ist doch schon wieder so ein richtiges Russenspiel. In der Tat übrigens ein richtiges Russenspiel, weil genau wegen so einer Scheiße hier, wirst du weg, PTRD, das ist einfach mega nervig, gegen die Russen zu spielen, genau wegen deswegen, weil ja. du mit der PTRD halt so mobil bist. Wenn der Typ da liegen müsste, wüsstest du nach einem Bescheid, alles klar, sniperst den Typen raus, weil er kann sich ja nicht so viel bewegen, aber nein, so gesagt. Also es ist, der PTRD-Rand ist mir gesagt, ich höre damit jetzt auf, aber es regt halt unfassbar auf. Also, einfach weil das halt denen erlaubt ist, mit einer sehr präzisen Waffe, die so gut wie kein Sway hat, also wenig Sway zumindest, Abrollanimation. Da kann mir auch keiner erzählen, das ist so schwer damit umzugehen, das ist nicht schwer, ich kann das auch. Gib mir eine scheiß PTRD mit den richtigen Badges, nicht oben damit alles. Du musst ja nur in der richtigen Position stehen. Gut. Brauchst du wie Leute, die ranfahren, alles gut. Die Wichsrussen, die zu stinkenden Affen. Ja, also der Zorn gegen die Russen. Kann man so nicht sagen. Gegen die russische Fraktion ist sehr groß. Gewaltig fast. Oh. Wie gesagt, wir wird die. Sorry, ich finde das eigentlich schon sehr zutreffend. Was ist denn hier los? Ja, wie kommt mit. Sollen vielleicht doch mal mit Granaten spawnen? Wir versuchen das jetzt. Ach, hier, Killer Assist. Der Killer Assist finde ich tatsächlich eine gute Nachricht. Sollte vielleicht einfach mal anfangen, wieder WSDG zu spielen. Das Problem ist natürlich, die Russen müssten jetzt durch den Nerf von der Carbine und den MG42 müssten jetzt erheblich stärker sein. Einfach weil die AVS eine gute Waffe ist. Das behaupten zwar die Russen, aber das Gegenteil. Dumme Sau da vorne. Aber die AVS war schon immer eine gute Waffe. Es hat sich nicht geändert seit dem letzten Patch. Oder seit der 3-Patch-Version. Ich setze das, gut, das komische Öhrabär benutzt sowieso keine Sau, aber brauchst du ja eigentlich die AVS ist ein. Wer denn? Hätte ich Granate nach mir geworfen? Bernie, oh nein! Bist du jetzt gestorben? Ja, da sind ja hinten die zwei Leute dabei an der Mauer vorbeigelaufen da. Ups. Ich glaube, jetzt haben wir es leer, oder? Nee, aber nicht. Dafür habe ich dich ungefähr 10-mal getroffen. Also. Freut mich. Was ist denn hier los? Jetzt Pisa, diese Verdammten. Den haben wir. Warte, das gibt's doch nicht! Der PTRD, Spangulo. Ich glaube, links am Eingang. Oben aus dem Loch guckt noch einer raus. Keine Ahnung, warum ich den Typen gerade nicht getroffen habe. Ich kann ja wirklich nur seinen Kopf sehen. Von denen auf den Berg hocken. Hallo. Das ist ja. Der bekloppt ist das ja. Auf jeden Fall ein großes Kino hier auf jeden Fall. Also wir sind jetzt übrigens vier Leute. Ne? Muss ich möchte den Reconquista ja auch nochmal hier irgendwie durch die Gegend schieben. Ich habe das übrigens gerade 3D-Sound gemacht, dass die links und rechts sind. Das hört ihr vielleicht. Das hört ihr vielleicht gerade gar nicht so, aber wie war es denn die Zeit, dass da vorne rumrennen? Sind wir sind fünf Stück hier. Ja, zwischen APC und A3 ist halt beschissen auszulaufen, ne, weil da auch einer liegt. Aber der ist so weit weg. Das ist einfach um diese. Also die sind gerade reingelaufen. Das Wild ist theoretisch links und der Galloneiser ist rechts, aber man merkt davon gerade nichts. Ich muss mal weiter gucken. Der 3D-Sound ist halt sehr interessant für Leute, um Leute zu unterscheiden, die ihr nicht kennt. Hatte ich das Video von Bernard schon geschickt, Alex? Ja, hattest du. Also, wie geht den Leuten heute nichts rein? Was ist denn hier los? Also. Irgendwie passiert hier nichts. So ein Video, das werde ich mir doch in 100 Jahren angucken. Achso, 3D-Sound aktivieren, das wäre vielleicht mal eine Idee gewesen. So, jetzt haben wir es nämlich auch. Och. So, genau, jetzt haben wir nämlich den 3D-Sound. Jetzt passt das nämlich auch. Jetzt hört ihr nämlich die Leute genau aus der entsprechenden Richtung. Also, der Reconquista ist hinter mir, der ist hier gar nicht mit aktuell. Und dann schön Testmatch. Das Wild ist links und das ist der Galloneiser ist rechts. Genau. Wisst ihr, die zwei sind echt durchgekommen auf A2. Geht okay. Gleich weg. Okay, andersrum. Der Galloneiser ist links. Ja, und der mich kritisiert, dieser Sarge wieder. Der Sniper, der da im Ding hängt, ey.
Das ist ein von Sniper ganz nah am APC. Der könnte ihn noch hier schießen, aber ich sehe den nicht. Hab mich gefunden. Ja, da ist aber noch einer. Sage, der ist weiter weg. Genau, ah, ich merke schon. 3-1 hier drin. Kommen zwei Vasilis an. Vasilis sind... wegknallen. Einer kommt rein. Ey, wie kriege ich denn heute nicht eine Streine, Leute? So, wir machen einen weiteren Waffenwechsel. So viele Waffen hat die deutsche Fraktion ja nicht. Wir spielen einfach mal... Ne, MG42 eher nicht. Spielen wir das hier. Das ist ein gutes Update. Aber da haben wir irgendwie die 10 Punkte hier eigentlich. Könnt ihr irgendwie sehen. Ja, das sieht gut aus. Das können wir nehmen. Problem ist halt, wie gesagt, der Sniper... Ich habe ihn, ich habe ihn. So, jetzt sollte... Ich weiß, viel gebraucht. Jetzt sollte ja zumindest mal Ruhe sein, so ein bisschen. Wie gesagt, also das ist die Fabrik ist immer noch meine Hassmap, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die A oder die B-Linie schlechter ist. Kommt schon, kriegt der nächste. Ich würde behaupten, dass die B. Nice. Ich würde behaupten, dass die B-Linie schlimmer ist. Quatsch, die A-Linie. Läufst du raus oder kriegst direkt irgendwie welche Kugeln um die Eier da? Ach, auf dem Dach hockt einer und du ziehst durch das Loch durch. Na gut, das hätte ich vielleicht ein bisschen weniger Dauerfeuer machen können. Gebe ich zu. War nicht die beste Idee. Vor allem, weil der Typ Heavyset Gold hat. Also, das merkt man natürlich gerade nicht so. Ich sollte vielleicht mal angewöhnen, mit dem SDG mal ein bisschen langsamer zu schießen. Ich weiß gar nicht, wie viele APCs wir noch haben. Also die schlauste Idee in dieser Situation wäre, tatsächlich mit dem APC einfach eiskalt reinzufahren. Der Typ hat... Oh. Mache ich jetzt einfach mal, wenn ich einen spawnen darf. Machen wir das. Wir können. Ja gut, dann machen wir das mich jetzt einmal. Ich fahre jetzt einfach mal eiskalt mit dem APC durch. Durch das Loch da durch und gut ist, das funktioniert in der Regel ganz gut. Wie gesagt, ich meine eigentlich an der Factory hat sich nichts geändert, also Fabrik. Ich musst du so ein Ding löschen. Das hat meine Freundin nur nicht auch gemeint. Das sind auf den ganzen Anglizismen. Alter, ist das ein verfickter Ernst? Ich sah da im Video aus, fast. Sollte ich eigentlich mal verlinken, das Video. Das ist eigentlich ganz witzig, aber es ist leider Musik, das kann ich nicht auf YouTube hochladen. Das ist so ein Twitch. Ist so ein Twitch-Live-Clip, Twitch-Clip aus meinem Livestream. Das ist, da hatte ich aus Versehen. Anstatt meinen Schraubenschlüssel rauszuholen, hatte ich auch so eine H3 an unser APC gepappt. Das war im Nachhinein nicht die beste Idee. Ey, du bist schon... PTRD, Bernie. Wo gammeln die denn überall? Was so beschissen mit denen? Oh, Headshot. Och, das gibt's doch nicht. Mann, der drinne hockt ja auch in einem PTRD, ich geh kaputt. So macht mich echt fertig. Also, das kann einfach nicht. Das ist so unfassbar schlimm gegen die Russen. Weißt du, jeder andere muss einen Raketenwerfer bei haben. Kotzen mich so an. Der Raketenwerfer ist halt unfassbar teuer gegen Infanterie einzusetzen. Macht das keiner. Also, normalerweise haben Leute keinen Raketenwerfer bei. Wenn sie, der geht immer auf A2 auf die Seite, auf die, hinter die Tür Richtung A3. Also, von hinten auf A3 drauf. Du holt ihn dann jemand weg. Also es gibt natürlich Gründe dafür, irgendwie einen Panzerschreck beizuhaben. Ich habe ja auch Setups, wo ich das mitschleppe. Zum Beispiel auf meinen Russen-Account. Aber nee, da habe ich es gerade nicht. Aber da hätte ich eine. Theoretisch. Aber, das ist, und die PTRD ist halt so eine gute Waffe, dass du die halt so mitnehmen kannst. Ich kann mir diese Waffe, man kann sich nicht genug darüber aufregen, einfach weil es so, es kommt dann halt so unfassbar unfair vor. Nö, ich finde dir nix. Nö. Doch, der, ja. Hallo, ja, der ist jetzt hinter A3. So, wir versuchen mal die ganz lange Flankierroute hier. Ja, das APC ist. Warum steht denn da auch einer? Alter. Jetzt ist das hier eine Enemy Deploy. Man kann auf der anderen Seite halt einfach nicht spawnen. Das ist halt scheiße. Warum ist denn das jetzt hier eine Enemy Deploy Zone? Alter, das ist mein Flankierungsweg. Jetzt noch Cosmos. Und diese BA6. Fliegen. So. Da oben ist auch noch einer, gegen den kann ich leider gar nichts machen, aber wir räumen jetzt einfach. Diese Rolle. Mach das bitte wieder raus, Reto, ihr seid doch behindert. Haben die am SDG auch was gedreht? Und wie ist es gerade irgendwie neu hier? War doch noch nie genau, oder? Doch. Ja, okay. So, ich gucke jetzt an den hier Eingang, das sieht ja nicht ganz gut aus. Was ist denn für eine Rolle? Ja, wenn du jetzt absteigst, rollst du dich so ein bisschen halt ab. Ich krieg davon, mir wird davon schlecht. Ja, das ist echt so bescheuert. Oh Gott, mein Eingang wieder zwei Leute. Och, oben auf dem Dach. Ey, der hockt da immer noch. Ja. Diese Pisser. Es ist auf jeden Fall relativ schwierig. Das Lustige ist, der neue Client verhindert meinen Push-to-Talk, wenn ich im Client bin. Von hier musst du App-Modus starten, das TeamSpeak. Neustart-Modus? TeamSpeak im App-Modus starten.
Oh, Reto, ey, fickt euch! Es ist übrigens dann gleich wieder Steam Client, man kann nicht mehr den Steam Client des Dings gleichzeitig laufen lassen. Ja, das hab ich schon mitbekommen. So, 1-2 hier drin, das ist natürlich großartig. Also irgendwie nicht mein Tag heute. Na gut, das ist mein erstes Spiel des Tages. Ne, das ist mein zweites Spiel des Tages, aber im ersten habe ich ja niemand auf niemanden geschossen. So, ich weiß übrigens jetzt nicht mal, welche Seite ich auf deutscher Seite spielen soll. Ich könnte das mit Gewehr 43 spielen. Und ich spiele hier einfach eiskalt das hier und hoffe, dass keiner von denen Heavy Set Gold hat. Ah, jetzt geht's. Sag ich doch. Was ist das? Scheiße. Gut, den haben wir zumindest schon mal. Das ist ein guter Anfang. Das war jetzt nicht so unfassbar gut von mir, gebe ich zu. So, wir haben uns zumindest mal A3 schon mal, wissen schon mal blau gekriegt. Ich Mittagessen, das macht dann ja aggressiv, das Spiel hier. Gegen die Amis war das so schön entspannt. Ja. Du sagtest ja, lass mal kurz eine Runde Krieg spielen, dann finden wir vielleicht mal Gegner. So, ich habe leider ein bisschen vergessen, dass dieser Soldat einen Schwimmwagen spawnt. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ja auch bis heute ein Rätsel, warum man sich eigentlich am Anfang des Spiels für eine Ausrüstung entscheiden muss. Und nicht zumindest die Fahrzeuge durchwechseln kann. Bei den Waffen kann ich irgendwie nur einsehen. Dass man vielleicht irgendwie das so ein Ausbildungsgrad für die Waffe hat oder so, aber beim Fahrzeug. Das ist. Die sind alle auf dem Dach, oder? Ist das Dachskapsel? Hm. Die sind alle im Vorraum, oder? Hm. So. Na, was? Oh. Ich sehe eine Deckterreffe auf dem Boden liegen, will die aufnehmen, halt irgendwie eine PPD in der Hand. Gut, das war auf jeden Fall nicht so gut. Das lassen wir also mal. Wie gesagt, für solche Situationen hätte ich normalerweise ein MG genommen. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wir nehmen mal wieder das Setup hier. Wir brauchen gerade sowieso keine Antipanzerwaffen. Das gefällt mir aber. Das ist schlecht. Ja, gut, dafür sind wir relativ belanglos, wenn man sowieso schon alles hat. Für die Anfänger sicherlich total geil. So, ich versuche jetzt, nachdem wir erfolgreich mit Ach und Krach nach einer halben Stunde A3 eingenommen haben, naja, getan, eine Viertelstunde, versuchen wir jetzt nochmal U1 anzugreifen. U1 anzugreifen ist ungefähr genauso scheiße wie U2, weil einfach, weil es mitten auf dem offenen Feld steht. Übrigens, ganz früher, in guten alten Zeit, war das hier mal der Spawn. Oh Gott, diese Rolle, Alter, das wird mir so schlecht bei, das ist. Ist tatsächlich unser Moped, ich bin überrascht. So, gut, dann müssen wir jetzt. Müssen wir in dieser riesengroßen Capzone hier irgendwie mal jemanden finden. Der hier rumkämpft. Wahrscheinlich ist es ein Sniper, der oben auf dem Dach steht. Ich gucke immer mal hoch, weil wahrscheinlich dann von unten erschossen. Oder zumindest die Leute, die vom Altspawn reinkommen, werden mich dann platt machen. Ah, gucken, ist ja auch egal. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier oben durch und gucken nach links, gucken nach rechts, finden niemanden. Hallo? Was ist denn das? Warte mal, jetzt hier, Spectator-Modus. Jawohl. So, jetzt können wir hier Squad-Member das Wild zugucken. Konnten wir auf jeden Fall mal. So, jetzt gucken wir erst. Ey, man kann doch anderen Leuten zuschauen, wenn alle Squad-Member tot sind. Ja. Und wie? B-Bass 13, Spectator, ich gerade, ja. Ja, wie geht denn das? Ja, passiert einfach. Ja. Aber gut, wenn kein anderes im Squad vielleicht gerade da ist. Konnte ich Gallo zuschauen. Jetzt konnte ich selber spawnen. Ja, ich habe auch die für eine Sekunde zugeschaut und dann warst du mit tot. Oh, PTRD, du kleiner Homo! Hat das hinter sich. Ja, auf jeden Fall, PTRD sind mal wieder. Da ist ja noch eine. Sind ja mehrere noch. Was denn jetzt? Ja, das ist ein jetzt? T20, der wird mich jetzt. Ach! Mich vorhin nicht zuerst. So, wir schauen zu, Gallonizer. Der scheint besser ausgerüstet. Also, das ist der Spectate-Modus übrigens noch nicht so ganz fertig. Wir können übrigens auch Next Player. Wir können auch das Wild zugucken, der übrigens genau die gleiche Waffe in der Hand hat. Hm, achso. Die kleinen Russen. Ah, wir dürfen selber spawnen. Finde ich jetzt gar nicht so schön. Ach, im SS. Also ich würde lieber Leuten zugucken, das siehst du, Joachim. Joachim SS könnten wir direkt mal melden wegen Rassismen. Das war Russland, aber das ist erstmal egal. Lol, 3 PTRDs hintereinander, das ist ein Squad. Das ist hier Dingsbums. Nee, TLS. Nee. Squad 2. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall 3 Stück. Ja, wie gesagt, ich finde diesen zwischen O2 und A3. Wie gesagt, ich finde diesen Spectate-Mode ja an und für sich auch amazing. Das Problem ist bloß, ich hätte viel lieber ein Replay-Feature. Also APC, und den Spectate-Mode hätte ich am liebsten eigentlich vor 5 Jahren gehabt. Also in der Zeit, wo es noch richtig Bedeutung gehabt hätte. Da ich mal einfach an, weil so ein Spectate-Mode ja, kann eigentlich nicht so schwierig sein. Das ist halt deutlich besser, als wenn du einfach nur die Map fliegst und warten musst. Mein Gott. Das
Aber park's am besten noch ein bisschen weiter weg, ja? Vielleicht haben wir dann alle Heavyset geholt danach. Weckst du gerade mal meinen super APC? Ach ne, das. Achso. Backerst du gerade mal meinem Kübelplacement? Das war super. Nein, das APC hier, was ungefähr 5 Watt so weit weg steht, wie hier 3 zu 2 ist. Backcading Burnout. Oh geil. Hey, ganz genau, Resupply when running out of ammunition. Cool. Ich sehe aber im Dings, ich sehe aber im Gegner, die du siehst. Schießt bei mir einfach nur auf die Luft. Die Gegner kannst du nicht sehen, das ist ja wohl. Ja. Ich sehe nur, wie du, keine Ahnung, halt schießt auf. Using melee during jump is now possible. Yay! Verflucht. Using what? Nahkampfwaffen. Ah. Using melee during jump. Melee. Okay. Also ein paar Leute stehen auf jeden Fall links, Gallo. Das ist, ja. das ist natürlich geil für Ansagen, der Spectate-Mode, ne? Wenn du die Gegner nicht siehst, ja. Ja, du weißt ja grob, wo sie sind, du siehst ja, wo er lang rennt. Jetzt fährt der Typ, der den scheiß Cosmo hinterher. Ah, oh, sowas regt mich auf. Der könnte zur Front fahren, weißt du? Ich sehe übrigens nicht, wie wir dieses Ding hier gewinnen, weil wir werden halt einfach böse tot gekämpft. Wenn wir O2 irgendwann mal haben, dann vielleicht, aber bis dahin, wir haben auf jeden Fall ein schönes APC. Das ist ja schon mal schön. Ich sollte nicht so viel rennen. Wenn ich renne, oh, welche PTD kriegt mich jetzt? Habe ich schon erwähnt, dass ich die Dingens für eine gute Waffe halte, die AVS. Also es ist an und für sich. Die haben diese Patches ja auch komisch angeordnet, als logisch. Ja, ja. Der Havoc mit seiner PTRD hat. Also siehst du überhaupt im Prima. Also wie gesagt, also die AVS ist eine Top-Waffe. Siehst du, in diesem Ding ist nur Sights und Munition drin, sonst nichts. Upi. Das Ding ist eine eiskalte, super geile Waffe und trifft alles. Also das ist. Ja, die spielen irgendwie alle PTRD, wie gesagt. Die kleinen Shitfaces. Das hört jetzt aber hoffentlich auf. Hm. Also wie Doromas, der schreibt, man kann keine Waffe auf Russenseite benutzen, deswegen läuft auch mit der PTRD in den Angriff. Wenn man keine benutzen kann, kann er jede Waffe nutzen. Ja, ne, PTD ist das einzige, was funktioniert. Ist das Feld hier offener geworden? Also der ehemalige Altsporn? Ey, jetzt steht hier 8-2 und ich bin jetzt laufe zum dritten Mal im Kreis. Wo sind die denn? Die werden auf dem Dach sein wieder. Oder oben drin. Oh man. Okay, wir gewinnen das anscheinend doch, aber das zieht sich jetzt doch länger als. Ja, auf dem Dach. Na, einer war hier oben, hat oben hin runtergesnappt. Das ist ja keine Treppe zum Hochkommen. Doch, hier ist eine Treppe. Das ist die große Frage, komme ich an diese Leiter ran? Das habe ich noch nie versucht. Ja, nach 3 Jahren News and Dennis spielen. Auf dem Dach, die muss weg. Go, go, go. Beim Mittagessen. Ja, auch vorerst nur mit Munition und hier so Sights dran. Also nicht mal Scope, ist richtig gut. Okay, wahrscheinlich bin ich gleich tot, weil jetzt. Noch PTT oben auf dem Dach von O1. Eine super Waffe. Schwerse. Sehe sie aber nicht. Hier ist 4-4. Die sind alle auf. Verflucht! Ach ja. So, dann gucken wir nicht mehr zu. Homos, Mann. Verlieren wieder O2. Homos. So, das war. Also, der gute Gallenleister hat übrigens plötzlich nichts gegen Schwule, aber er hat was gegen Russen. Dass man, die Gegner nicht sehen kann, ist natürlich irgendwie ärgerlich. Ach, das ist scheiße gemacht mit dieser Capture-Zone auf dem Dach. Das ist doch so useless, ist das. Also finde ich übrigens auch, dass die Capture-Zone auf dem Dach ziemlich sinnlos ist und eigentlich überhaupt nichts. Also, was ich dabei gedacht habe, ist mir ein absolutes Rätsel, weil das ist einfach nur sinnfrei. Weil, weißt du, die stehen halt auf dem Dach und du kommst. Overtime ist noch nicht, ne? Nee. Als Verteidiger hast du halt einen unfassbaren Vorteil, weil du halt einfach, deine Jungs stehen überall in den Bergen und können auf das Dach hochgucken. Und als Angreifer bist du halt mega im Nachteil. Weil du halt nichts machen kannst dagegen. Weil das ist. Nach dem Leben muss ich leider weg. Das macht es übrigens nicht leichter, wenn wir jemanden verlieren. Die sind echt alle oben drauf, alle. Bornil. Oh, die kleinen Homos, Mann. Aber wenn das will, könnte das übrigens jetzt sehr schwierig werden. Also das ist, 2 gute Leute, die wir verlieren. Ist hier doch noch jemand? Ich nehme erstmal diese Mosin an mich und versuche. Hä? Die spawnen ja. Lol, wo spawnen die denn? Der ist gerade in die. Lol. Der O2 spawn ist ja richtig lächerlich. Sind die gerade vor mir gespawnt vor der Haustür? Das ist ja viel zu nah dran. Ja, das ist auf jeden Fall lächerlich. Also, das ist. Das sieht wohl anders.
Offensichtlich. Ja, bei A3 hat es ja eben ziemlich lang gedauert, ne? Die waren ja irgendwie immer jedes Mal wieder drin, ne? O2 geht wieder. Das ist ja wirklich, die erscheinen ja direkt vor mir hier an dieser Stelle. Das ist 5-0. Kannst du noch rein in O2? Ja, ja, 1-4. 5-0 auf O1. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Ja, jetzt ist jetzt 0-4, weil unsere anderen Typen vom Allspawn kommen anscheinend nicht so rüber. Schaffen wir es nicht. Wir haben jetzt 6-0 hier, aber wir sind langsamer. Nice! Ja, das ist der behinderte Verteidiger, das spawnt ja auch direkt neben der Tür, das ist natürlich auch, das muss man wissen. Ich bin da rausgegangen, hab links rechts geguckt, kommen sie her. Das heißt, du kannst dich die Haupttür ja nicht mehr angreifen, weil du kannst ja da unmöglich langrennen. Das heißt, dieser kleine Gang hier, den sie übrigens immer mal eingeführt haben, ist damit jetzt die Hauptangriffsroute. Ne, mein bester Kumpel Promgas ist nicht mehr da, aber... Wie will der nicht heißen? Lille Kiss? Was ist denn das hier? Ist das eine Tockere? Ne, ist ein Aufweis. Ja. Naja, also diese Dachkampf hier auf der Factory ist total retardet. Kannst ja oben auf dem Dach innerhalb von 10 Sekunden von der einen Capsule in die andere laufen. Oder von der Apis, was ich jetzt. Hallo? So, in zwei gefahren zum Haupt. Oh Mann, was ist denn das? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. 30 Kugeln später, der Typ steht immer noch. Jetzt fahren sie im Pleptrack dran. Ja, genau. Ah, da kannst du direkt neben spawnen mit der Panzerfaust. Hallo, und ist down. Ja, da spawnen wir nicht mit Panzerfaust, das ist ja irgendwie sinnvoll. Also SDG ist gerade ziemlich das Einzige, was man spielen kann, was natürlich sehr schade ist, dass das SDG und Gewehr 43 die einzigen beiden spielbaren Waffen sind in diesem Spiel jetzt. Auf deutscher Seite, weil das bedeutet nämlich... Was ist denn hier? Weil das bedeutet nämlich natürlich, dass man relativ lange grinden muss und dass halt alle anderen Waffen... Aua! Was geht denn mit die? Warum? Ich verstehe die Russen wirklich nicht. Also, warum? Das ist. Na gut. Ist auf jeden Fall. Factory hat mich eigentlich schon aufgeregt. Also, muss man auch dazu sagen, das ist nicht irgendwie besser geworden. So, haben wir jetzt eigentlich alle Waffen durchprobiert, die ich noch so habe? Ich könnte mal eine Runde mit Gewehr 41 spawnen. Haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht. Ist jetzt vielleicht im Nahkampf nicht so ideal. Vor allem, weil ich Kids ohne Scope habe. Wollte ich mir jetzt auch nochmal anfangen. Ein Charakter mit Gewehr 43 ohne Scope. Einfach mit Nahkampfbild. Also, relativ ähnlich wie mein Infiltrator. Also, den anderen Typen mit H3 und Dings. Hat dafür mit höherer Folgegeschwindigkeit. Einfach nur um Nahkampf halt zu ownen. Am besten vielleicht sogar mit Fast Reload Gold, müsste man sich überlegen. Habe ich aber jetzt noch nicht gemacht. Aber mit zwei Gewehr 43, eins auf Reichweite und eins auf Nahkampf. Geht ja natürlich, weil du musst ja nicht mitschleppen. Sonst, also die Kurse sind ja nur 5 Slots, das heißt du kannst beide Dinger mitnehmen und hast trotzdem reichlich Munition für beide Waffen. Das ist ein bisschen doof. 6 sind wieder alle auf dem Dach. Guck ich mir gleich mal an. Einer weg vom Gas. Dach. Ach, länger darüber nachdenke, wäre es vielleicht tatsächlich eine gute Idee, einen Gewehr 43 Charakter mit Fast Reload zu machen. So, Gellendasser hat sich anscheinend gerade ein Motorrad akquiriert. So, das für mich, dass ein Gewehr 43 ist eigentlich gar nicht die schlechteste Idee in der Situation. Ne? Sollte ich vielleicht wirklich mal machen, aber dann muss ich wieder Fast Reload grinden. Das Ding ist, ich habe seit dem Patch, wo sie die Soldaten teurer gemacht haben, Killers, das kriegt man ganz schön spät noch, habe ich auch keinen neuen Charakter mehr erschaffen. Also auf keiner Fraktion. Also außer den Russen-Account, den ich nach dem Patch gemacht habe. Aber da habe ich den ersten Soldaten ja nicht kaufen müssen. Ich bin auch irgendwie nicht so richtig bereit dafür, 50.000 auszugeben. Also ich würde mir jetzt wahrscheinlich sogar einen Level 1 Charakter kaufen, einfach nur, weil ich weiß, dass unter meinen Händen Level zum Charakter relativ schnell. Was ist denn hier los? Warum ist er nicht tot? War doch erst tot. Diesmal habe ich keinen Killassist gekriegt. Das ist ein bisschen komisch eigentlich. Weil ich habe ja definitiv die meisten Schaden gemacht. Das waren 2 plus 3 Treffer. Also es hätte definitiv reichen müssen, aber trotzdem habe ich dafür keine XP gekriegt. Ne, wie muss sein? Ah, fuck. Ich würde gerade sagen, wie muss sein, wir haben eine AVS, aber anscheinend haben wir keine AVS. Gut, was haben wir hier noch so schön? Haben wir jetzt all durch. Panzerschreck macht, gibt jetzt nicht so viel Sinn. Scope SDG auch nicht so viel. Wir könnten MP40 noch spielen, aber das hat mir zu wenig Reichweite. Wir bleiben mal bei dem Setup. Nicht mit Auto. Mit Auto ist doof. Wird dann schon für ein schon lange Tarn geben. Das hatte ich so eigentlich gar nicht vor. Ich dachte, wir kriegen das hier relativ schnell down, aber ich habe nicht mit den Russen gerechnet. Gegen Yami ist es mal ein bisschen angenehmer. Also einfach deswegen schon, weil denn. Übrigens, das DG, das ist nicht schön gemacht. DG versteht kein Deutsch, aber das ist ja real. Die Panzerschreckkiste ist natürlich, ich weiß nicht so richtig. Also, ich bin hier nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, von der ganzen Geschichte hier. Gegen die Russen, wie gesagt, das macht Verteidigen eigentlich nie Spaß. Kann man hier nicht irgendwie rüberspringen? Nee, kann man nicht. Sei nicht, ich würde irgendwie das Dach kommen. War hier nicht irgendwo eine Treppe? Irgendwo hier, links, rechts? Ne, echt nicht. Na gut, dann halt. So. Gut, versuchen wir es mal mit dem Dach. Ob der Typ merkt, dass er von hinten angeschossen wird?
wurde der denn angeschossen? Nicht jetzt. Ja, ist schon eine beliebte Tweetart. Naja, das ist nicht meine Lieblingsmap hier. Von Anfang an nicht. War auch die erste Map, die ich immer gespielt habe, die Factory. Ja, es geht. Also ich mag es eigentlich schon, aber dieser Capstone auf dem Dach, wo du jetzt diese Leitern hast, wo du außen auch hoch kannst. Das gibt's doch nicht! Es gibt's nicht! Das, das ist doch so behindert. Wirklich, er steht mit einer Panzerabwehrwaffe. Die PTRD wiegt 18,9 Kilo. Und ich glaube, jede Patrone wiegt auch nochmal 400 Gramm oben drauf. Muss man es nicht mal geben. Das Ding ist vor allen Dingen 2 Meter lang. Versucht mal einen Besenstiel zu halten. Versucht mal einen Besenstiel zu halten. Vor euch. Und haltet das Ding nur in der Spitze. Ihr könnt von mir jetzt auch noch einen Griff anbohren, wenn ihr handwerklich begabt seid. Aber auf jeden Fall halt einen Griff. Ihr dürft das Ding auf keinen Fall weiter als 40 cm vorne halten. So, und jetzt versucht diesen scheiß Besenstiel mal zu halten. Gott sei Dank. Und damit umherzulaufen. Dann das Ding locker zu halten und damit zu ziehen. Das geht gar nicht. So, wir haben uns eben hinter uns. Soviel zum Thema zum Hallowar-Update. Bin ich so begeistert. Gerade diese komische Rolle wird mir richtig schlecht von, finde ich scheiße.